Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Heute ein ganz besonderes Gespräch. Wir hatten Helmut Gombotz vor circa 2 Monaten bei uns im Interview und es kamen danach zahlreiche Anfragen zu einem Thema, das er nur ganz, ganz kurz angeschnitten hat, nämlich seine beiden Nahtoderlebnisse. Und ich habe ihn gebeten, uns darüber mehr zu erzählen und ich bin dankbar dafür, dass wir heute dafür die Gelegenheit haben. Lieber Helmut, nochmal herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Markus. Meine Mama, die hatte ja in Summe 11 Geburten erlebt und 7 Kinder durchgebracht. Also die leben noch. Und meine Mama wohnte in Graz im Asyl, weil das war ja die Nachkriegszeit. Als ich 2 Jahre alt war, das war 1950, starb mein Papa an Herzwassersucht. Und meine Mama stand plötzlich ohne Ernährer da, mit 6 Kindern und das im Asyl. Aber das Schöne dabei ist ja, durch ihren Glauben kam sie überall und immer zurecht. Sie war eine sehr lustige Frau und hat das Leben, sie wurde vom Leben gelebt. Sie hat mit dem Leben gelebt und hat es immer wieder geschafft, uns 5 Kinder durchzufüttern in der damaligen Zeit. Eine Leistung. Und heute noch, sage ich, nicht damals, auch heute, jede Frau, die ein Kind bekommt, großzieht und meinetwegen bis zu der Volksschule bringt oder sogar zum Abitur, was ja heute wesentlich gängiger ist, müsste ein goldenes Ehrenabzeichen ihres Landes kriegen, weil sie für ihr Land etwas geleistet hat. Ging sie immer zum Grab auf den Zentralfriedhof in Graz und mich hat sie immer mitgenommen, weil ich war ja derjenige, ich war ja ihr Herzvertrauter. Ja, dann gingen wir zum Friedhof, dann stand sie vorm Grab und ich sehe das vor mir, da stand sie am Grab, wir kamen friedlich hin, auf einmal hat sie sich verinnerlicht und hat angefangen, sie hat oft geweint, dann hat sie gelacht, dann hat sie mit dem Papa gesprochen, als würde er vor uns stehen. Für mich als Kind ein Schauspiel, aber ich habe das ohne Kritik hingenommen. Und dann habe ich mal gefragt, Mama, wo ist denn der Papa? Sagt sie, im Himmel. Er sieht uns, er achtet auf uns, er weiß, dass es uns gut geht und ihm geht es auch gut. Und dieser Himmel war für mich dann natürlich das schönste Zuhause, wenn es dem Papa dort gut geht. Ne? Aber was hat das jetzt mit deinen persönlichen Nahtoderlebnissen zu tun? Wie hängt das zusammen? Da muss ich jetzt ein bisschen was erklären. Ich habe mich später, die Jugend, mit Nahtoderlebnissen immer beschäftigt und musste feststellen, was ich erlebt habe, ist nicht unmittelbar mit den Nahtoderlebnissen zu vergleichen. Da ist vieles anders. Ich wurde als Kind, weil wir viele Kinder waren, wurde ich über die Caritas zu einem Bauern vermittelt. Und es hieß dann Sommerferien, Erholung. Ja. Der einzige Grund lag darin, dass zu Hause ein Esser weniger war. Ja, und wurde zum Bauern geschickt. Da bekam ich 70 Groschen in die Hand, bin von Graz, das hieß damals Andreas Hoferplatz, hieß der, standen Baracken, Eltern können sich erinnern, da fuhr ein Gräf- und Stiftbus von Graz nach St. Johann in der Heide bei Hartberg, da wurde ich über ins Auto gesetzt und mir ist gesagt worden, wenn der Ruf St. Johann in der Heide, steigst du aus beim Pickelwirt. Ich sehe es noch vor mir. Dann bin ich ausgestiegen und dann musste ich fragen, wo ist der Zisserbauer? Und da bin ich zu den Bauern hinmarschiert mit ich hatte damals von meinem ältesten Bruder einen Seesack bekommen. Also wer das heute noch kennt, ja, klar. Das, der lustige Seesack mit Ösen wurde zugezogen, da war mein Hab und Gut drinnen. Ja, und da bin ich zum Bauern gekommen und es war wunderschön. Ich wurde empfangen, ich bin ja ein Grazer, ich war ein Stadtkind und wurde dort empfangen wie ein König. Und das muss ich jetzt sagen, weil es so passend ist. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Eierspeis mit 3 Eiern gegessen und musste mit niemandem teilen. Das war ein Erlebnis, das ist schwer nachvollziehbar, aber für einige dann doch. Ja, und da bin ich bei den Bauern gewesen und ich war kaum da, hat es geheißen, da nimm die 3 Kühe, du musst Kühe halten gehen. Ich habe die Kühe genommen, haben sie
haben sie gesagt, du musst immer am Rhein, zwischen Äckern war immer ein Grünstreifen, nur am Rand dürfen die fressen. So, ja, okay, du musst da aufpassen, weil wenn eine Kuh irgendwo reingeht, kriegen wir Ärger mit den anderen Bauern. Nahtoderlebnis kommt später. Ich war klein und schmächtig und beim Bauern musste man das Heu bis hoch übers Dach in jede kleinste Ecke stopfen. Und ich war klein, haben sie mich hochgeschickt. Das heißt, Heuschau war quasi beim Bauern. Unterm Dach, das war beim Bauern und Heuboden hieß es dann. Heuboden, genau. Okay. Und weil ich ja als Kind neugierig war und immer interessiert an allem, habe ich damals, kann ich mich erinnern, ich musste Eier abnehmen. Und da fand ich Hühnernester in dem Heu, die keiner gefunden hatte. Und da haben sie gesagt, ach, der hat keine Angst, weil der war sehr dunkel, staubig, aber ich habe da Hühnernester gefunden, kam immer mit vielen Eiern, das war ganz toll, und haben sie mich da hochgeschickt. Das war im Sommer, es war heiß, und ich habe da Heu geschoppt und hatte aber die Aufgabe, wenn was Grünes dabei war, musste ich vorkriechen. Da war mit der Heuboden zu Ende, unten war der Tennboden, und da musste ich das runterschmeißen, weil dieses Grünzeug hatte angefangen zu gären, und so sind früher ganze Bauernhäuser abgebrannt. Bis man dahinter kam, dass das ist. Ja, das habe ich gemacht. Und da kam ich innen, da hat auch wieder so ein Büschel gefasst, der war schon ganz heiß, und habe mich mit letzter Luft davor gekämpft und habe das runtergeschmissen. Und da muss ich scheinbar ohnmächtig geworden sein und bin so ein Minimum 10 Meter Höhe, bin ich einfach abgestürzt. Aber ich weiß noch, ich habe Sterne gesehen und aber keine Angst. Und der freie Flug, ich war federleicht. Den Aufprall habe ich natürlich, da habe ich nichts mitgekriegt. Erst später, als ich wieder wach wurde, habe ich gemerkt, um mich viele Menschen, und den Tierarzt, den kannte ich, weil der oft zum Bauern kam. Und ich wusste nicht, was los ist. Und dann hat er hier hingegriffen und hat festgestellt, dass ich ein offenes Schlüsselbeinbruch hatte. Also das war hier offen. Und später ist aber erfahren, dass der Tierarzt mich reanimiert hatte. Und später habe ich auch gelernt, haben die Menschen gesagt, wenn du einen guten Arzt brauchst, geh zum Tierarzt. Weil der kann die Tiere auch nicht fragen, was sie haben. Er sieht in die Tiere hinein. Und da hatte ich ein tiefstes Vertrauen zu dem Tierarzt. Und der hat mich reanimiert. Und dann haben sie mich aufgesetzt. Ich war natürlich irgendwie benebelt noch. Benebelt neben der Kapp, ne, wie es so schön heißt. Und bin ja aufgestanden, und dann habe ich nur noch gesehen, wie auf einem Zettel ein Blatt Papier was geschrieben hatte. Und das war eine Tochter bei dem Bauern, die war damals schon 25, hat einen Zettel zugesteckt und hat gesagt, und jetzt fahr mit ihm ins St. Anna Kinderspital nach Graz. Am Beginn hast du erzählt, dass du zwei Nahtoderlebnisse hattest. Jetzt hast du quasi von einem Vorfall einmal erzählt, aber vom Nahtoderlebnis an sich konkret auch jetzt bis jetzt noch nicht. Ja, richtig. Wie hast du das quasi in Erinnerung? Oder? Ich habe das folgendermaßen in Erinnerung, dass als ich dann im Krankenhaus war und untersucht wurde und festgestellt wurde, dass da mehrere Bruchstellen waren, darum war ich ja über 2 oder 3 Monate im Krankenhaus, hat sich dann herausgestellt, ich muss operiert werden. Ich wurde in den Operationssaal gefahren, sieht natürlich nicht so aus wie heute. Und da war ein Operationstisch, da haben sie mich draufgelegt, dann der andere hat mir die Hand gehalten und der Tisch war so kalt, oh, das war schlimm, dann haben sie mich abgedeckt und haben nur noch hier so einen Mund-Nasenbereich freigelassen. Und da bekam ich seine Maske, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, Nasenmaske. Und da haben sie damals Etag drauf geträufelt. Das ist Narkose, ja? Narkose. Also sowas Schreckliches habe ich nie. Ich habe Etag immer mal im Krankenhaus den Duft wahrgenommen. Aber so konzentriert. Und jeder Tropfen, der runterkam, und dann der andere Händel mit der Hand. Da habe ich den ersten Tropfen gespürt. Ich dachte, eine Tonne fällt auf mich runter und alles zerplatzt. Also jedes Geräusch war 1000-mal stärker. Und zuerst habe ich ganz flach geatmet und dann habe ich gemerkt, das stehe ich so nicht durch, da ersticke ich. Und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, ja, atme tief und kräftig ein, dann hast du das Äther und dann ist es vorbei. Ganz im Vertrauen,
wo kann ich denn hinkommen, also außer in den Himmel? Und habe ich eingeatmet und dann habe ich nur eins erlebt, wie eine Rakete oder wie heißt denn das, diese Tornados, die man von Amerika kennt, weil man ging es in so Spiralform nach oben, hat mich weggesaugt und weggesaugt, immer weiter nach oben und der wurde immer dünner, dieser Sog. Und dann, ja, und ich habe auch nie zurückgeschaut in den Körper, was diese Nahtoderlebnisse immer erzählen, dass sie ihren Körper sehen. Mhm. Mir war das völlig, völlig egal, ich brauche keinen Körper sehen. Ich wusste, ich habe den Reisepass zum Kosmos in den Himmel. So habe ich das empfunden, ne? Mhm. Und war erleichtert. Und das hat mir dann der andere dann später erklärt. Das war wohl der Punkt, wo durch dieses schlagartige Einatmen des Äthers der klinische Tod verursacht wurde. Ne? Und auch später soll ich erst von dieser Tante Anna erfahren, weil sie 7 Tage in meinem Bett saß. Ich lag dann auch im Koma. Und das wusste ich ja nicht. Aber meine... Das heißt, ganz kurz schon gesagt, du wurdest dann wiederbelebt? Ja. Also durch diesen Äther quasi bist du... Ich bin ja ausgestiegen. Das und kann man so, haben Sie nochmal wiederbeleben müssen? Das werden die sicherlich gemacht haben. Aber in einer Form, dass ich nicht in der Form zurückkam wie beim ersten Sturz, sondern durch die Überdose Narkose musste es ein Koma gewesen sein. Ja. Aber wie gesagt, aber in der Zeit hatte ich eben Empfindungen und die zu beschreiben, sind mit herkömmlichen Worten schier unmöglich. Aber ich habe es mal zusammengeschrieben, um wenigstens einen Leitfaden zu haben, weil das kann man, ich kann ein gutes Beispiel nehmen. Du hast hier ein Glas Wasser stehen, wenn ich sage, trink das Wasser, wie schmeckt das? Wenn du das erklären könntest, wäre das interessant. Oder wenn ich sage, iss eine Tomate und erklär mir, wie die schmeckt, dann würdest du sagen, Helmut, nimm eine Tomate, beiß rein, dann weißt du, wie es schmeckt. Mhm. Wer nicht da war, kann das nicht nachempfinden. Es lässt sich auch nicht beschreiben. Trotzdem werde ich es versuchen, so gut es möglich ist. Nur da sind natürlich Begriffe drin, die in Superlativen enden. Aber es bringt ein bisschen mehr Licht in die Sache, wie es sein kann. Und dann wurde ich in diesem Sog hochgezogen, aber ohne Körper. Mhm. Und es hat sich verdünnt und wurde immer schneller. Und ich wurde letztendlich, war ich nur noch ein Punkt, bis ich dann oben in einer dunklen Masse verschwand. Und dann ist das Interessante, mich gab es nicht mehr. Mhm. Also ich war nicht mehr da, ich wusste nicht, dass es mich gibt. Und gleichzeitig war aber da ein Friede und eine Ruhe zu verspüren, die ja einfach unbeschreiblich ist. Eine Ruhe, ein Frieden, es war alles da, was es gibt, alles, was es nicht gibt, war da, alles, was es gibt, war da. Also eine Empfindung völliger Losgelöstheit, es gibt mich nicht und trotzdem wusste ich mich auch da drinnen geborgen. Und das ist ja etwas, was nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Mich gibt es nicht und trotzdem weiß ich, dass es mich gibt. Ich bin geborgen in dieser ganz großen Einheit. Freude, Geborgenheit, Wärme, alles war da, aber nicht greifbar. Es war einfach existent. Und in dieser Phase, wenn ich jetzt sage Glückseligkeit, wie kann man das beschreiben? Es hat alles gepasst. Ich konnte nur akzeptieren, was da ist und erkennen, dass es friedlich und schön ist. Und dass ich da oben war, wie es kam, weiß ich auch nicht. Ich wollte zwar immer zu meinem Vater, aber nicht nach ihm Ausschau gehalten. Das ist auch interessant. Ich fühlte mich einfach geborgen. Ich war nichts und gleichzeitig der Mittelpunkt. Also kurios. Ich war als Punkt auch nicht mehr existent. Und dann war diese große Null, die sich langsam gedreht hat, also kaum spürbar. Und dann wurde diese ganze Dunkelheit auf einmal hellstrahlendes Licht. Wie gesagt, da ist mir wieder eingefallen, dieses Licht hatte ich schon einmal, das war mir vertraut, das hatte ich schon einmal gesehen und konnte einfach nur empfinden, dass ich das bei dem
Sturz, beim ersten Sturz von dem Heuboden schon erlebt hatte, aber irgendwie vergessen hatte oder verdrängt, ich weiß es nicht. Es war auf einmal wieder da. Und also es war nur Vertrautheit da und nie Angst. Das war das Schöne dabei. Ja, und in diesem Zustand gab es weder Raum noch Zeit, kein Anfang, kein Ende. Das klingt beim Zuhören eigentlich jetzt wirklich unfassbar. Kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Was so unbeschreiblich ist, es war alles Wissen da, alles Wissen da und die Gewissheit, dass das alles, wie es ist, gut ist und richtig ist. Also es gab ja niemanden, der da war, der das kritisieren oder beurteilen konnte. Mich gab es ja nicht. Aber es gab dieses Wissen, diese Gewissheit, ja, es ist so. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, mit Worten da weiterzukommen, sollte ein menschliches Ziel sein, aber vom Verstand her nicht zu interpretieren, weil es dafür keine Worte gibt. Aber allein die Gewissheit, dass das ganze Wissen da ist und es ist zugänglich und es war schon immer da und wird auch immer da sein, das hat mich innerlich erwärmt und mich auch erfreut. Und das ist diese Glückseligkeit, alles zu wissen, aber nicht, dass es belastend ist, sondern die Gewissheit, dass alles, wie es ist, dass es in Ordnung ist und es kann nur so sein, wie es ist, sonst wäre es ja anders. Aber es ist, wie es ist. Also da gibt es keine Diskussion, gar nichts, da gibt es nur eins, Akzeptanz. Und jetzt sage ich das erste Mal, habe ich mit niemandem darüber gesprochen, da ist mir diese Empfindung einfach nur klar geworden, es gibt einen Gott. Ja, also in dieser Gewissheit zu sein, ist etwas Wunderbares, dass alles, was passiert, einen Sinn hat, einen Sinn macht. Und das Schöne ist, dass wir wieder lernen müssen, an Dinge zu glauben, die wir weder begreifen noch sehen können. Sie existieren. Und irgendwann begab sich das Licht meines Sternes auf die Reise und fiel auf eine blaue Kugel. Und Empfindung war, es musste wohl der Planet Erde sein. Allein, dass eine Empfindung da war, würde bedeuten, es gab mich wieder. Und dann wollte ich wieder da unten sein. Auf der Erde. Das wird wohl der Augenblick gewesen sein, als meine Tante Anna mich immer gerufen hat und ich dann zurück wieder in meinen Geist oder Seele wieder in den Körper kam. Ne? Und das war dann auch das Ende des Komas. Wir alle haben eine Offenbarung erkannt. Die Offenbarung, als wir da runter auf die Erde schauten, weil was wir da gesehen haben, oder ich mit oder die Sterne mit mir, es gab mich ja schon wieder, Gott sei Dank, es war so faszinierend. Wir haben darunter gesehen und ich, jetzt kann ich nur von mir sprechen, die anderen, ich habe das Treiben auf der Erde da gesehen. Ich hab gesehen, das ist ein Lustspiel, das ist ein Schauspiel, das ist ein Krimi, das ist ein Horrorfilm, das ist ein Science-Fiction, es gibt Leid und Elend, alles zur gleichen Zeit. Und dann habe ich bei den Menschen, bei den Figuren da unten im Prinzip gesehen, bei einigen habe ich ein Licht gesehen, als wäre das auch ein Stern und habe aber den Nebel und deren Köpfen gesehen. Und das heißt, das Licht hat nur wie im Nebel geschimmert, war nicht so klar und deutlich, wie ein Sternenlicht ist, wie man es am Himmel kennt. Ne? Bei Glas, bei dunkelschwarzem Himmel oder blauen Himmel sieht man, wie ein Stern funkelt und vibriert. Und da habe ich nur gesehen, als wenn eine Wolke davor wäre. Die hatten zwar alle ein Licht, aber waren eingenebelt. Und da habe ich diese ganzen, die Kämpfe gesehen, die Egos, die Dogmen, die streiten sich um nicht um einen E-Punkt, das wäre eh noch gerechtfertigt. Nee, es geht um Rechthaberei. Jeder, oder die da unten, jeder will auf seine Rechtweise Recht haben. Er hat ja auch Recht, aber nur subjektiv. Und das hat mit dem großen Recht, wie ich es da erlebt habe, nichts zu tun. Und sie wissen gar nicht, das habe ich am Anfang nicht gesagt, es gibt zwei Tabus in unserer westlichen Gesellschaft. Das ist einmal Tod und Sexualität. Tod deswegen, weil jeder Mensch hat doch Angst, wenn er stirbt, dass er alles hier zurücklassen muss. Er kann nichts mitnehmen. Und wenn du das erlebst, dass du nichts mitnehmen kannst, wie sinnlos das ganze Gerenne
Und das Abgreifen ist, wenn man im Endeffekt eh nichts mitnehmen kann. Also es kann kein Mensch sein Vermögen mitnehmen, aber auch keine Schulden. Es soll kein Freispruch sein, jetzt, dass Menschen Schulden machen und dann in die Kiste springen. Nein, darum geht es nicht. Es geht nur darum, deswegen haben die Menschen mit dem Sterben, mit dem Tod sein Problem, weil sie alles zurücklassen müssen, alles, was sie über Jahrzehnte sich angeeignet haben, sich bereichert haben. Auf einmal sollen sie es loslassen und somit geht ihr ganzer Lebenssinn kaputt, ihr Lebensinhalt. Das ist hochinteressant. Das ist nicht religiös, was ich sage. Es ist einfach eine Tatsache, die jeder nachvollziehen kann. Und deswegen sterben Menschen oft ja so schwer und so schwierig. Aber ich habe das im tibetanischen Totenbuch ja gelernt. Alles loslassen. Wir haben es geliehen gekriegt und jetzt müssen wir es nur wieder zurückgeben. Also einfach nur loslassen, das ist alles. Und dann ist das Sterben für Menschen kein Problem mehr. Aber wenn sie das nicht bewusst erleben, ist das Loslassen eines der größten Schmerzen überhaupt. Wozu habe ich jetzt 40 Jahre lang gerafft und geackert und gearbeitet und habe Schmähungen hingenommen und habe mit den Händen blutig gearbeitet und jetzt soll ich das alles loslassen? Wo ist denn der Lebenssinn? Weil das Loslassen ein Thema ist, das uns alle tagtäglich betrifft. Und auch das Ego loslassen. Ich meine, ich habe heute auf der Ampel gestanden und habe gewartet, bis es grün wird, bis ich abgebogen bin von der Andritzer Straße rüber in die Reichstraße. Also die Ampel hat noch nicht ganz umgeschaltet gehabt, hat da hinten schon gehupt. Also der hat nicht losgelassen. Ich weiß nicht, wo er hin wollte. Aber nur das überall sind die kleinen Beispiele, den Augenblick nochmal loslassen, warum will das Ego sich schon wieder über den anderen hinwegsetzen. Das sind so kleine Facetten, die jeder bei sich entdecken kann. Und das sind die kleinen Übungen, wo er sich dann näher kommt, sich selber. Mhm. Spätestens dann, wenn ein Mensch wirklich am Totenbett liegt, wird er diese Wahrheit nicht nur erkennen, er muss sie sogar annehmen. Und wenn er das bei Lebzeiten schon für sich machen kann und sich sein ganzes Tun und Handeln überlegt, dann wird er den Begriff Nächstenliebe ganz anders leben. Dann wird er überall sehen, dass wir alle aus dem gleichen Sternenstaub sind, als Beispiel. Mhm. Und dann wird er den anderen mit Ehrfurcht und mit Würde entgegentreten und nicht noch in den Staub treten. Ja? Was hast du jetzt für dich persönlich aus all diesen Erlebnissen für dein späteres Leben mitgenommen? Glauben heißt nichts anderes wie erlauben. Ne? Mhm. Erlaube der großen Schöpfung, den Plan zu erfüllen. Mhm. Und ich bin ein Teil des Ganzen. Danke dir für deine Zeit, den Versuch, das irgendwie auch in Worte zu fassen, dass wir das quasi weder nachempfinden kann man es nicht, nachleben kann man es auch in dem. Aber jeder wird es erleben. Man kann zumindest. Das ist mein Trost. Ja. Am Sterbebett sind alle gleich. Sie kommen nackt auf die Welt und sie gehen vielleicht im Frack, wenn es reiche Leute sind, und im Eichensack in die Erde wieder. Aber sie gehen den gleichen Weg wie ich und jeder andere. Nur ich habe das Glück, ich kam wieder und deswegen kann ich davon berichten. Und all diejenigen, die sagen, es kam noch keiner zurück, denen bin ich gern bereit, mehr darüber zu erklären oder zu erzählen oder klarzumachen. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für den persönlichen Einblick. Ja. Danke fürs Gespräch.